C wie Creme. Wenn du einmal den Fall haben solltest, dass du unbedingt bei deinem Baby eine Popocreme verwenden musst, weil dein Kind wund ist oder einen Pilz hat oder ähnliches, dann solltest du darauf achten, dass du am besten eine Papierfließeinlage verwendest, damit die Creme sich nicht total auf die darunterliegenden Stoffe dann legt. Das ist besonders wichtig bei Mikrofaserstoffen. Du kannst natürlich auch eine Baumwollfalteinlage oder eine zugeschnittene Baumwolleinlage verwenden als Schutz über einer Mikrofasereinlage oder über einer Mikrofaserwindel. Aber auch hier kann es sein, dass sich die fettige Creme, die fettige Salbe wirklich auf die Fasern drauflegt und du musst darauf achten, dass du dann den Stoff bei 95 Grad dann wirklich wäscht und vielleicht noch vorher mit Gallseife oder einem anderen Fleckentferner behandelst. Denn so können wirklich die ganz fetten Rückstände entfernt werden und die Fasern können wieder richtig gut aufsaugen.